So Leute, willkommen zurück bei Pokémon Trading Card Game. Ja, es ist mal wieder soweit. Ihr seht, ich bin hier gerade im Sammelmenü, also in meiner Sammlung. Denn ihr seht dieses Feelilu, das ich ja letzten Part, glaube ich, bekommen habe. Oder vorletzten Part. Und ich habe geguckt, niemand möchte dieses Feelilu im Tausch haben. Aber es ist ein sehr, sehr seltenes Feelilu. Zumindest sieht es selten aus. Und deswegen mache ich das jetzt in Zukunft so. Ich packe hier ein paar meiner Karten, die ich nicht brauche, in den Tausch rein. Ein paar habe ich schon reingepackt, einige werde ich jetzt noch nachträglich reinpacken. Je nach Ermessen, vielleicht nicht alle meine Karten, die ich nicht brauche, sondern immer nur ein paar. Ihr könnt euch da mal raussuchen, ihr könnt mir ein paar Angebote machen. Bei der einen wollte ich doch gerade nochmal reingucken, was sie so kann. Okay. Gut, auf jeden Fall, ihr packt mir da ein bisschen was rein, ihr schreibt mich am besten vorher an, bevor ihr mir hier irgendwie sagt, ja, moin, ich gebe dir das und das dafür. Schreibt mich erstmal an, was ihr gerne hättet. Weil gerade bei dem Feelilu, das gebe ich nicht unter Wert raus. Und jetzt spielen wir heute mal gegen den lieben Troso mal wieder. Es geht heute mehr um sein Deck als um meins. Deshalb, er hat sich gewünscht, dass er gegen mein Extreme Deck spielen kann und ich hoffe, es funktioniert, weil mein Internet ist mal wieder grottig langsam und es bedeutet, wir laufen mal wieder Gefahr rauszufliegen. Ich hoffe, es wird nicht der Fall. Oh, Quatsch. Das hätte ich beinahe Zufallskampf gemacht, ne? Bin ja auch ein bisschen doof. So, jetzt hoffen wir einfach mal, dass der liebe Troso jetzt annimmt. Ja, tut er und ihr seht, es ist alles im Loading Screen. Das ist echt gerade ein bisschen low bei mir. Also es ist wirklich langsam. Das ist halt gerade Stoßzeit, aber ich habe keine Zeit mehr aufzunehmen. Das ist das Problem. Ich könnte höchstens. Nee, ich könnte nicht mal morgen früh noch aufnehmen. Das heißt, jetzt oder nie. Oh ja, Grafiken ohne Ende, ihr seht's. Ich kann höchstens mal probieren, hier alle Animationen auszustellen, damit es ein bisschen flüssiger läuft. Oh Gott, mit dem Blatt hier, wen schicke ich da vor? Ich schicke natürlich mein Dialga vor. So, aber ich wollte hier sowas wie den Münzwurf-Effekt ausstellen, weil das frisst ja dann doch schon ein bisschen Leistung und ja gut, das liegt ja eigentlich nicht an der Leistung, es liegt ja wirklich an meinem Internet. Aber damit das auch keine Fehler auswirft nachher. Oh, ein Evolutionsdeck. Schön, dass hier gespielt wird, ohne dass ich sehe, was gespielt wird. Ja, ihr seht, es gibt keinen Münzwurf mehr. Damit müsst ihr jetzt leben. Es ist eh gerade, irgendwie läuft es so ein bisschen ohne mich. Also ich fühle mich gerade so ein bisschen vom Spiel distanziert. Ich weiß auch nicht warum. Liegt vielleicht daran, dass Internet und dass ich vergessen habe, Skype auszublenden und dies und das und jenes. Ach, das ist alles mal wieder blöd, aber ich meine, heute ist eh so ein Tag. Ich kann euch ja kurz mal meinen Tag sagen, wie das so bei mir heute ablief. Mein Tag begann damit, dass ich in die Uni gegangen bin. Schon ganz okay eigentlich. Aber das war sau langweilig. Dann hat sich der Tag heute so gezogen. Ich bin gerade müde ohne Ende und ihr wisst ja, wie das in Vorlesungen ist. Zumindest manche wissen es. Man sitzt da und ich sage mal nach 20 Minuten, naja, nach spätestens einer Stunde kann man dem Professor nicht mehr zuhören. Ich saß dann wirklich da. Also ich sage mal nach der Pause, die letzte halbe Stunde so ungefähr, saß ich da. Ich habe wirklich zugehört, aktiv zugehört. Ich habe komplett aufgepasst, aber wenn ihr mich jetzt fragen würdet, was genau er erklärt hat, ich könnte es nicht wiederholen. Mein Kopf ist einfach so voll nach einem Tag, das ist furchtbar. Ja, und warum ich jetzt nicht sag, ich warte jetzt drauf, ob der liebe Troso was macht. Troso? Mach was? So, mal fragen, ob es an ihm liegt oder an mir. Ja, lebst du noch oder ist mein Internet tot? Das ist ja eigentlich ein bisschen eine falsche Frage. Und was ist überhaupt seine Münze? Ich kann die gar nicht so genau erkennen. Ist das. Das werden wir noch sehen, was es ist. Vielleicht. Irgendwann. Ich kriege auf jeden Fall gerade von Troso keine an. Okay, er kann irgendwie nichts mehr drücken. Das ist schlecht.
Ja, ihr seht, das Spiel ist nicht ganz fehlerfrei. Es läuft auch nicht hundertprozentig fehlerfrei. Und Awesome Kind, das dürfte der gleiche Fehler sein, den du hattest. Nee, eigentlich nicht, weil es gab ja keinen. Ja, gut, ihr seht ja, was ich schreibe, da muss ich ja nicht drüber kommentieren. Ja, er hat einen guten Start. Es tut mir auch leid für dich, Troso, weil ich hatte einen schlechten Start und ich bin mir sicher, du hättest mich jetzt richtig gut abgezogen. Weil bis ich die Alge aufgepowert habe, da haust du mir schon hier direkt die Nase weg. Weil das Vieh kann jetzt richtig viel Schaden machen. Ich meine, 80 Schaden. Ja, gut. 80 Schaden, das ist schon nicht gerade wenig. Ja, jetzt müssen wir halt den Kampf nochmal starten. Das liegt halt am Internet. Das Problem ist, Droso ist genauso gebeutelt wie ich. Sein Internet ist langsam, mein Internet ist langsam. Und gemeinsam kommen wir halt einfach damit nicht weiter. Ich weiß, ich hab's ja schon mal gesagt, ich muss mir mal irgendwann eine neue Wohnung suchen. Dann zum nächsten Semester hin und ja, müsst ihr jetzt halt noch ein ja, Vierteljahr ungefähr aushalten. Mit dem, was es so gibt. Und dann ab da gucke ich mal, dass ich vielleicht eine bessere Wohnung krieg. Jetzt ist halt die Frage, mache ich's oder mache ich's nicht? Ich mach's einfach mal. Yays, auch wenn ich genau weiß, dass ich ihm damit wahrscheinlich direkt in die Hand spiele. Ganz sicher sogar, aber ich muss hier auch ein bisschen um mich selber kümmern. Außerdem muss ich mir hier irgendwie mal einen Plan zurechtlegen, wie ich hier eigentlich spielen möchte, weil das weiß ich derzeit überhaupt nicht. Ja gut, 10 Schaden ist jetzt. Oh, das ist gut. Danke, Troso, damit kannst du mir vielleicht sogar in die Hand spielen. Ja, ist nicht schlecht. Jetzt versucht er natürlich hier seine Safcons zusammenzukriegen. Hat er nicht geschafft, das ist aber traurig. Von mir gibt es jedoch relativ wenig Mitleid. Ich spiele extra nicht die Meloetta, weil ich brauche das Feld, falls ich ein stärkeres Pokémon ziehe. Und ich habe schon gehört, ich soll Meloetta rausnehmen und dafür lieber was anderes reintun. Beispielsweise, ich habe hier mal ein Dings bekommen. Aber oh, ein Dings, ja. Wolf, du drückst dich eloquent aus. Danke. Ich habe mal bekommen, vor langer, langer Zeit, in einer weit, weit entfernten Galaxie, ein. Glaubt ihr es? Ich komme nicht auf den Kacknamen. Nee. Ich versuch's noch zusammenzukriegen. Flamara, genau. Ein Flamara habe ich irgendwann mal bekommen und das Heilen war völlig unnütz, weil das bringt überhaupt nichts, weil das Pokémon ist jetzt eh tot. Bei dem Schaden, den es anrichtet. Und ich doof und ja, jetzt gras wieder eine weg. Da schiebe ich jetzt gerade mal hier das liebe Evoli vor, auch wenn es ein bisschen böse ist, das arme Evoli zu opfern, aber muss sein. So, ich benutze mal das Gift jetzt so zum Vorschieben. Ja, gut. Flamara könnte ich mir eigentlich holen. Wäre auch nichts dabei. Ich habe ja eins, ich könnte es ins Deck tun. Aber ich weiß nicht, ich hänge so ein bisschen an dem Meloetta, auch wenn es in so einem Deck völlig fehl am Platz ist. Das hat halt wirklich nur im Kanon-Deck wirklich was zu tun. Und du spielst das Miltank-Deck gar nicht mal so schlecht, was mir bis jetzt so auffällt. Relativ weniges Metboost bisher. Außerdem kein, vielleicht kannst du ja dem lieben Troso noch den einen oder anderen Hinweis geben dazu. Troso, das Ding hast du doch nur für mich im Deck, oder? Sei ehrlich. Hast du das nur für mich? Ich weiß doch, wie gern du mich damit ärgerst. Also ich, Troso. Sag mir die Wahrheit. Ich sag deinen Namen gerne. Hast du dieses Pokémon wirklich nur für mich da drin? Nur um mich zu nerven? Ich glaube ja. Aber ich habe Umkehrschneide drauf. Das bedeutet, ich bin dir ge gegen dich gewappnet. Ja, du, ich weiß, was du so kannst. Und ich weiß, dass du sehr, sehr böse bist und ein sehr, sehr böser Mensch. Nein, Trost ist eigentlich ganz, ganz lieber. So, 130, das reicht. Mit Glück, ja, kriege ich auch hier schön meine Heilung wieder. Immer schön die Heilung wiederholen. Das ist das Wichtigste.
Ja, das nächste Miltank. Das Miltank ist jetzt gefährlich, weil das macht 100 Damage. Das kann uns jetzt richtig Probleme machen. Oh ja, es macht uns richtig Probleme, aber retten kann sich's trotzdem nicht. Nicht vor uns. Weil wir überleben den nächsten Schlag ganz knapp und dann können wir dieses Miltank vernichten und wir kriegen gerade wieder eine. Leute, ich habe Glück ohne Ende gerade mit dem Münzwurf. Kann ja auch mal von Zeit zu Zeit vorkommen, dass ich eben Glück habe. Passiert nicht oft, aber ganz, ganz selten passiert's. Und ich muss mal irgendwann dran denken, Skype vorher auszuschalten. So, was gebe ich ihm? Psychoenergie, komm, Psychoenergie. Ich weiß, ich hätte eigentlich die Kampfenergie nehmen sollen, aber ich wollte nicht. So. Nee, Umkehrschneide ist jetzt doof, weil es stirbt nicht. Deshalb lieber vorspulen. Tot. Und jetzt, ja, gleich die nächste Karte abgeräumt. So muss das. Derzeit läuft es echt nicht schlecht. Jetzt habe ich natürlich keine Umkehrschneide gerade bereit. Um das Vieh jetzt. Also, ich habe mit Umkehrschneide keine Dings bekommen. Oh, keine Heilung mehr, aber der Vorteil ist. Mein lieber kleiner Freund, nein, mein lieber Freund, du hast jetzt auch eine schlechte Karte, weil du hast keine Energie mehr. Und ich krieg hier meine Heilung wieder. Die Alga, du bist toll. Leute, die Alga ist selbst reproduzieren. Nein, nicht selbst reproduzieren. Das ist wieder was anderes. Aber es heilt sich zumindest sehr, sehr gut. Es sorgt zumindest sehr, sehr schnell dafür, dass es wieder fit wird. Und so muss das doch auch sein. So, dahin noch ein bisschen. Nee, Umkehrschneide, das mache ich jetzt nicht nochmal, sondern ich bringe das Vieh direkt um. Los, komm, bring mir dein Viridium. Okay, oder du holst dir die Energie, um mir wieder auf die Nase zu hauen. Ja, du möchtest mir dringend auf die Nase hauen, oder? So als Rache für die Sprüche, die ich hier klopfe. Verstehe ich. Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich glaube, ich würde mir selber auch hier die. Ja, ich würde mich selber auch schlagen, wenn ich könnte. Kann ich auch, möchte ich aber eigentlich nicht. Bin zumindest ehrlich. Aber ja, stimmt, die kann man hier jetzt so da reinziehen. Das finde ich cool. Vergift dich und. Ja, ich versuch's einfach. Ich hoffe jetzt einfach, dass es schläft und schlafen bleibt. War dann die eben im Kopf? Habe ich die Animation mit ausgestellt? Nö, ich habe eigentlich nur die Münzwurf-Animation ausgestellt, aber gut. Warum ist es dann. Ach so, ja, hehehe. Sein Viridium. Ganz vergessen, dass das komische Vieh hier auch da ist und so ein bisschen daneben steht und sagt: Moin. Geht nicht. So, jetzt mal ein bisschen rechnen. 180. Nee. Nee, das überleben wir nicht. Nicht mal mit Schutz. Deswegen gebe ich das gerade mal weiter. Und benutze Vorspulen. So, dann ist nämlich die schimmernde Klaue auf jeden Fall tödlich. Und ich bin mal in der Hoffnung, dass wir diesen Kampf noch gewinnen. Mann, Viridium, ich hasse dieses Vieh und ich vergesse immer wieder, dass es ihn vor Spezialeffekten schützt. Ja, bringen ruhig mein Dialga-Ex um. Dann sind wir ungefähr gleich wieder. Also von den Karten her. Preiskarten. Ja, ich weiß, du hast noch eine Chance mehr als ich. Aber glaub mir, das wird nicht lange vorhalten. Denn. Ich habe Mew. Ja, deshalb. So, schimmernde Klaue. Okay, nur 50 Schaden, aber die reichen. Bring mir das Viridium. Na, mein Freund. Grünschnitt, ja komm. Kämpf gegen mich, du wirst verlieren. Oh, Muskelband. Okay, das ist gefährlich. Aber er hat noch drei Karten. Ich muss jetzt eigentlich nur rauszögern. Ganz ehrlich. Das ist jetzt echt nur noch hier Zeitarbeit. Im nächsten Zug fügt es auch nicht mehr Schaden zu. Das ist gut. Leute, ich brauche ja echt nur noch rauszögern, um den Kampf zu gewinnen. Aber ich bin ja niemand, der wirklich so auf Zeit spielt, um den Kampf hier zu entscheiden. Das mache ich nicht. Das finde ich ist unfair. So, aber der Kampf ist jetzt trotzdem gleich vorbei, weil. Weil halt. Jetzt darf ich aber keinen Fehler machen. Wenn ich jetzt einen Fehler mache, wie viel Schaden macht das Vieh? 70 Schaden, das ist gut. Oder?
Ja, kann nur 70 Schaden machen. Dann benutze ich jetzt Voltkraft. Ach so, das war eh ein Ex. Okay. Dann kriege ich eh jetzt meine letzten beiden Preiskarten und habe gewonnen. Yays. Leute, dann würde ich aber sagen, das reicht auch mal wieder. Lasst mir doch einen netten Kommentar da. Ihr wisst, mit dem Tauschen mich anschreiben, wenn ihr eine meiner Karten braucht. Ihr könnt hier mal reingucken. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Wolf.